In diesem Video wird es wieder richtig gefährlich und herzlich willkommen zu einem neuen Video der YouTuber Sitz 2 in Minecraft. Und Leute, ihr seht es schon, ich bin wieder in meiner Multimillion-Dollar-Villa in Minecraft in Paulberger Hills, der Stadt von iCrimex und mir, beziehungsweise haben wir sie hier aufgebaut. Und ihr seht, ich habe immer noch diesen übelst krassen Skin, jetzt blinzeln sogar meine Augen und Flauschi sitzt auf meiner Schulter. Das ist aber nicht das Thema, denn wir fangen direkt an, wir haben eine Menge... Was ist denn hier los? Hey! Flauschi, was machst du in meiner Putze, ey? Ich wollte deine Blume hier gießen, ja. Okay, vielen Dank. Hey! Oh, Flauschi, meine Blume ist doch jetzt kaputt. Ich hab sie wieder angepflanzt, was soll sorry. Das? Gut, okay. Flauschi, was willst du denn hier? Kann ich irgendwie helfen? Oh, Alter, sieht voll cool aus, immer noch. Nee, ich wollte einfach nur, ich wollte Hallo sagen, Candy, hallo. Hallo, Flauschi, ich habe eine Menge heute zu tun. Ich muss erstmal einen Briefkasten checken. Hast du mir einen Brief da gelassen? Nein, ich war das nicht. Zwei Stück sogar. Was ist denn heute los, okay? Ich habe zwei Briefe, Flauschi. Checkst du das? Darf ich einen davon lesen? Ja, dann liest du den. Ja, okay. Warte, jetzt bin ich gespannt, vor, Leute. Ich bin echt gespannt, was jetzt Flauschi hier vorliest. Wow. Ja? Einladung. Her damit, ich will selber lesen. Okay. Einladung? Du hast eine Einladung bekommen. Also, Leute. Hier steht... Einladung. Hast du das Zeug zum Superstar? Finde es heraus bei YouTuberInsel sucht den Superstar. Hä, wie krass ist das denn? Finde es heraus bei YouTuberInsel sucht den Superstar? So eine Talentshow, okay. Zeig dein Talent, egal ob Musik, Backflip oder krasse Dance-Moves. Ja, Leute, da bin ich natürlich gut dabei, denn ich kann... denn ich kann hier einige coole Moves machen. Zum Beispiel... mich hinlegen. Oder ich kann mit einer Gitarre spielen, die man nicht sieht. Naja, egal, Leute, wir lesen mal weiter. Wo? Bei der Bühne. Bei der Bühne? Wo ist denn hier eine Bühne, Flauschi? Welche Bühne? Hä? Habt ihr vielleicht was gebaut mit der Firma, wovon du noch nicht weißt? Nee, ich habe keine Bühne gebaut. Wo ist denn hier eine Bühne? Hier ist keine Bühne. Das da vorne, dieses grüne? Nee, das ist ein Zelt. Warum ist da ein Zelt? Hä? Weiß es auch nicht, aber... Na egal, also wo Bühne? Wann? 8.12. Ey Leute, das ist ja noch fast zwei Wochen hingefühlt. Oh Mann, ey. Ja, am 8.12. ist eine Talentshow. Schreibt mal in die Kommentare. Soll ich dran teilnehmen? Vielleicht live einen Song performen? Wenn ja, schreibt's mir in die Kommentare und ich werde es vielleicht machen. Und schreibt mir rein, welchen Song ich machen soll. Und ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr den Weihnachtssong fandet. Der kam ja gestern online und ich habe bisher nur gute Rückmeldungen erhalten. Weihnachtssong, ich fand den richtig sehr, gut. Sehr krass. Jingle Bells, Candy, komm vorbei. Okay, Flauschi, ich habe aber noch einen Brief bekommen. Das heißt, den hier kannst du haben, den Brief. So. Okay, den behalte ich. Was steht denn jetzt hier noch? Okay, schauen wir mal rein. Paulberger Hills braucht Hilfe. Okay, interessant. Unsere Stadt ist unorganisiert, unaufgeräumt und durcheinander? Okay. Viele Prozesse haben niemanden, der auf sie aufpasst. Die Grundstücksvergabe ist nicht klar strukturiert und die Stadt braucht ein Oberhaupt. Oh, Leute, okay, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Paulberger Hills sucht einen Bürgermeister und wir haben an dich gedacht. Was? Denkst du, du hast das Zeug dazu? Falls ja, baue ein Rathaus und deine Probewoche als Bürgermeister beginnt. Warte mal, Flauschi? Ja? Heißt das etwa, dass ich Bürgermeister werden kann? Ich glaube ja, du hast es doch schon richtig gut gemacht. Du hast mir doch schon mein Grundstück gegeben. Du machst das bestimmt richtig, richtig krass. Bau meinst auf jeden du, Fall Flauschi? Ganz schnell ein Rathaus und dann kannst du hier denkst schneller, du, ich kann ein guter schneller die Probewoche. Denkst du, ich kann ein guter Bürgermeister sein? Auf jeden Fall, vor allem mit deiner Assistentin da auf der Schulter. Ja, stimmt, okay. Aber hier steht Folgendes. Falls ja, baue ein Rathaus und deine Probewoche als Bürgermeister beginnt. Das heißt, Leute, ich soll ein Rathaus bauen und dann werde ich der Bürgermeister von Paulberger Hills. Und ihr wisst selber, wir haben hier schon eine Menge Einwohner und auch Mitarbeiter. Zum Beispiel die Polizeistation, da ist jetzt Gambo eingestellt sogar. Wow, Officer Gambo? Officer Gambo. Der echte Ohr. Eine Feuerwehrstation haben wir auch. Wir haben iCrimex als Einwohner, Flauschi. Elina wohl anscheinend nicht mehr. Aber es werden noch neue Einwohner kommen. Keine Angst. Ich würde sagen, Flauschi, soll ich das machen? Soll ich ein Rathaus bauen? King Candy! King Candy! King Candy! King Candy! Alter, und alle schreien meinen Namen. Ich muss ein Rathaus bauen. Ich werde der beste Bürgermeister der Welt. Du musst es dir vorstellen. Du stehst auf dem Balkon vor dem Rathaus und alle gucken nach oben und schreien King Candy! Oh, was?
Alter, ich muss Bürgermeister werden. Flauschi, vielen Dank. Ich baue das Rathaus und zeig's dir dann nochmal, ja? Und dann machen wir meine amtliche Anerkennung zum Bürgermeister. Okay, da musst du dabei sein. Nachher, ja? Okay, ich beeile mich. Leute, denn jetzt baue ich ein Rathaus. Aber wohin denn? Ich weiß nicht mal wohin. Ich muss jetzt mir erstmal einen Plan machen. Und dann seid ihr live dabei, wie ich Bürgermeister werde. Also bleibt bis zum Ende des Videos dran, um nichts zu verpassen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, denn wir fangen an mit dem Ort. Wo soll ich jetzt ein Rathaus hinbauen? Und da fällt mir direkt schon eine gute Idee ein, wo ich es hinbauen könnte. Nämlich direkt an den Eingang. Und zwar, wenn man hier reinkommt, direkt auf der rechten Seite haben wir noch eine große Baufläche frei. Und hier könnte ich ein Rathaus hinbauen, wo man dann direkt, wenn man Probleme hat, sich melden kann. Oder Leute, was auch gehen würde, ist, wenn man hier reinkommt, das Rathaus hier vorne. Dann haben wir nämlich hier unten in der ersten Etage immer die ganzen Gewerbesachen. Also auch keine Häuser, sondern so Läden, Behörden und alles. Und wohnen tun alle auf der zweiten bzw. sogar der dritten Ebene. Ich denke, das ist eigentlich eine gute Idee. Und eine gute Herangehensweise, deswegen würde ich sagen, bauen wir das Rathaus hier vorne hin. Natürlich schön groß, damit das auch cool aussieht, mit einem Parkplatz vorne dran. Und deswegen würde ich sagen, ich fange mal an mit so einem kleinen Grundriss, damit ihr ungefähr seht, wie sich das Ganze aussieht. Und dann kommt gleich schon meine Einstellung als Bürgermeister. Let's go! Und so sieht das Ganze mittlerweile aus. Leute, ich muss dazu sagen, hier, ich muss mich beeilen. Die Uhr tickt, denn ich möchte heute noch Bürgermeister werden. Hier habe ich jetzt einen kleinen Parkplatz aufgebaut, denn dieses Rathaus wird sehr, sehr oft benutzt werden und wird auch sehr, sehr groß werden. Nämlich kommt das hier zwischen und hier vorne kommen Säulen und alles hin auf einem Block aufgebockt. Das heißt, ich mache jetzt hier überall erstmal eine Linie mit weißem Beton drumherum. Dann mache ich so Stäbe, die nach oben gehen und ein krasses Rathaus. Das ist, wie gesagt, hier, wie ihr sehen könnt, der Parkplatz, das heißt, wenn es mal Autos geben sollte, dann kann man einfach hier geradeaus fahren, brumm, 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 hier auf dem Parkplatz, bam, parken und sich dann hier ein Grundstück abholen. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee und ich habe eine Menge Beton dabei, weswegen ich jetzt hier überall einmal weißen Beton drumherum machen muss. Und dann geht's los mit dem Bau des Rathauses. Schreibt mir in die Kommentare, findet ihr es gut, dass ich Bürgermeister werde? Wenn ja, lasst mich mit einem Like und einem Abo wissen und ich mache jetzt weiter. Und so sieht schon mal die erste Ebene aus. Also jetzt hier der erste Block ist nach oben. Und ich glaube, das könnte echt cool werden. Ich baue das alles aus dem Kopf. Kein Tutorial und nichts, Leute. Und zwar auch, wenn man jetzt hier von hinten einmal schaut, hier wird dann so ein großes Gebäude entstehen. Nämlich ein gesamtes Rathaus. Und das Rathaus wird dadurch ausgezeichnet, dass hier einmal Säulen nach oben gehen. Das heißt, ich werde jetzt einmal die Säulen bauen, damit ihr einmal versteht, was ich meine. So sieht das Ganze jetzt aus. Also die Säulen sind schon mal nach oben gemacht. Oh, ich hoffe, das wird gut aussehen. Und dann werde ich als Bürgermeister dort anziehen. Ich werde einen Anzug bekommen. Ich werde ein eigenes Büro bekommen. Alle werden mich respektieren. Ich habe eine eigene Stadt. Ich bin der Krasseste, der Heftigste, der Coolste, der Beste. Und noch viel, viel mehr. Aber bis dahin muss ich das Ganze erstmal bauen. Bis dahin dauert es noch ein bisschen. Deswegen würde ich... Ich glaube, ich werde beobachtet. Wer ist das da oben? Hä, wer beobachtet mich da? Hier, hallo, wer beobachtet mich hier? Haha! Ach so. Es war einfach nur so ein Lama gewesen. Hey, hallo, Lama, wo ist denn dein, der Händler da hinten? Hey, hallo, du hast dein Lama vergessen. Oh Mann, ich habe das Gefühl, der hört mich wirklich. Ich gehe lieber wieder. Jetzt ist sogar schon die Wand hier drinne. Da kommen jetzt gleich Fenster rein, Dach oben drauf, hier ein schönes Dach sogar. Und dann sind wir fast fertig. Hier die Wand werde ich jetzt gleich auch nochmal schließen. Büros kommen hier rein und dann habe ich es geschafft und werde endlich Bürgermeister, feierlich. Aber erstmal muss ich hier fertig bauen. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, soll ich euch bei so Bausequenzen mitnehmen oder soll ich sie wie jetzt überspringen? Weil im Grunde, Leute, ich drücke hier bei der Aufnahme auf Pause, schaue nebenbei ein YouTube-Video und baue jetzt hier in Ruhe einfach mein Haus auf. Und das über mehrere Stunden am Tag. Und so könnt ihr euch meinen Alltag vorstellen. Und ja, ab und zu crafte ich noch zwischendurch, muss noch farmen gehen und so Sachen. Also allzu spannend ist es nicht, würde ich sagen. Deswegen würde ich lieber sagen, wir überspringen das Bauen hier ein wenig weiter und holen Flauschi dazu, dass sie sich das Ganze anschaut. Und dann werde ich Bürgermeister von Paulberger Hills. Let's go! Und perfekt, beim Bau ist mir hier ein Creeper explodiert. Och, Mann, ey. Ich werde jeden Creeper auf dieser Erde zerschlagen. Mittlerweile bin ich aber jetzt schon deutlich weiter. Creeper ist vergessen. Jetzt kommen Türen und Fenster hier einmal rein. Und ich will mich beeilen, damit Flauschi gleich noch da ist. Deswegen haue ich jetzt hier überall einmal die Fenster rein. Und auch die Türen, Leute, die dürfen auch nicht fehlen. Wie rum? Ich würde sagen, einfach offen so rum. Bam, bam, bam. Oh, das
passt perfekt noch eine Tür über. Das passt richtig gut. Zack, jetzt mache ich hier überall einmal die Fenster rein. Ich hoffe, ich habe genug dabei. Denn jetzt ist es vielleicht schon mal an der Zeit, Flauschi zu rufen. Ich werde jetzt das Dach hier oben einmal fertig bauen. Das heißt, oben nochmal Treppenstufen komplett lang. Das Dach oben schließen mit Quarz dieses Mal sogar. Das könnte richtig teuer werden. Aber Leute, es muss sein. Und dann ist das Rathaus hier fertig. Die Anlaufstelle in Paulberger Hills ist damit dann fertig. Hier und da noch Deko-Inneneinrichtung. Da wird Flauschi mir sicherlich helfen. Ich schreibe ihr mal. Hey, kannst du mir vielleicht helfen? So, ich habe mal nachgefragt. Ich bin gespannt, ob sie mir antwortet, ob sie mich vielleicht sogar anruft. Leute, ey, wehe, daraus macht jemand einen TikTok. Okay, weiter geht's. Und damit bin ich eigentlich fertig, Leute. So sieht das Ganze jetzt am Ende aus. Das ist das Rathaus. Ich habe jetzt Flauschi auch schon gerufen, habe gerade mit ihr geschrieben und gesagt, sie kann mal vorbeikommen. Und vielleicht hat sie hier und da noch Änderungswünsche. Ich würde vielleicht auch Laub nochmal nehmen, hier ein bisschen Grün mit rein, ein bisschen Laub noch. Vielleicht sogar die umgekehrte Treppe über die gesamte Länge hier bauen, also einmal ganz drumherum. Und wie es innen aussieht, das werdet ihr gleich sehen. Und sogar mein Büro ist auch fertig. Das heißt, wir warten hier kurz auf auf Flauschi, da hinten kommt sie schon angeflogen. Hey, Flauschi, oh mein Gott, hast du mich erschrocken. Flauschi, ich bin fertig mit dem Rathaus. Wollen wir es uns anschauen? Ja, zeig mir alles im Detail. Also, einmal haben wir hier Parkplätze. Das heißt, du kannst mit dem Auto hier rauffahren, boom, hier dann direkt parken, ne? So, bam. Okay, warte, okay, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben keine Autos. Ja, aber vielleicht ja irgendwann. Okay. Wie soll ich die Parkplätze am besten machen? Du bist auch hergekommen, damit du mir ein bisschen helfen kannst. Vielleicht hier, einen Block hier, einen hier, dann haben wir immer zwei. Ja, warte, 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 einmal nochmal so. Ich war ja doch noch gar nicht fertig. Ja. So, zack, nochmal Wasser. So, was sagst du dazu? Das sieht gut aus. Dann okay. Kann man hier so bam hinstellen. Ja, genau, so. Und dann kann man hier reingehen. Das ist der Empfangsbereich im Rathaus. Sieht einmal so aus. Das sieht ganz cool aus. Boah, hier sogar mit den Schildern. Schildern, Bürgermeister nach links. Und hier steht sogar Anmeldungen. Das heißt, wenn man neu ankommt in Paulberger Hills, geht man zu den Anmeldungen hier rüber. Dort ist dann ein Mitarbeiter, der sich das, der ganzen Sache dann annimmt. Dann, hallo, ich bin neu, ich brauche Sachen. Ja, genau, richtig, dass man sich hier anmelden kann. Okay. Und hier vorne ist mein Büro für den Bürgermeister. Aber da fehlt, warte. Ja, was fehlt denn da? Was macht sie jetzt? Leute, aber ich sag euch ehrlich, Rathaus sehr, sehr cool eigentlich. Ja, was jetzt steht da? Bürgermeister Candy, auf Probe hat sie noch geschrieben. Naja, eigentlich, du hast recht, Flauschi. Auf Probe ist richtig. Das stand so im Deswegen, Buch du hast recht. Flauschi, was würdest du jetzt hier noch verändern? Wärst du bereit, mit mir hier ein kleines Makeover zu machen und das Rathaus zu verschönern noch einmal? Also, hier fehlt auf jeden Fall ein bisschen Deko und sowas. Ja. Das sieht ziemlich leer aus und kahl. Dann und lass uns kurz 5-Minuten-Challenge machen. Dekoration. Let's go. Okay, let's go. Und so sieht das Ganze mit der Deko aus. Denn Flauschi und ich haben hier einmal, danke für die Hilfe, haben hier einmal Laub hin platziert. Ja. Was haben wir noch gemacht, Flauschi? Wir haben hier innen drin. Ja. Was haben wir noch gemacht, Kenny? Flauschi, wir haben hier Laub platziert. Wir haben hier oben nochmal Treppe hin platziert, damit das Ganze von außen auch ein bisschen schöner aussieht. Und ich sag euch ehrlich, ich glaube, das Rathaus ist gut gelungen. Und damit kommen wir jetzt zur feierlichen Zeremonie. Denn in dem Brief stand, wenn ich ein Rathaus baue, werde ich eine Woche auf Probe der Bürgermeister. King Candy, King Candy. Und ich frage alle hier Anwesenden, wen möchtet ihr als Bürgermeister wählen? Flauschi, Flauschi, Flauschi. Ich will Candy. Danke. Achso, was machen wir jetzt? Flauschi, aber ich will doch du Bürgermeister, will ich sein. Okay, darf ich meine Stimme ändern? Ja. Mach ich aber nicht. Spaß. King Candy, King Candy. Let's go. Ich bin Bürgermeister. Ich hab's geschafft. Ich bin Bürgermeister von Paulberger Hills. Ja. Warte mal, Candy. Let's go. Ja? Zieh mal kurz deine Rüstung aus. Ja? Das ist aber nicht, was ein Bürgermeister tragen sollte. Das stimmt eigentlich, Leute. Ich verspreche euch, im nächsten Video werde ich meinen Anzug tragen. Boah, da bin ich echt gespannt. Hat er auch ein Upgrade bekommen? Na klar hat er ein Upgrade bekommen. Ist doch klare Sache, ey. Okay, Flauschi, ich gehe jetzt zu meinem Büro und bin jetzt für bürgerliche Anfragen verfügbar. Ich schreibe auch nochmal in den Chat rein.
Bürgermeister von Paulberger Hills, King Candy, ist ab sofort für Anfragen verfügbar. Gut, Leute, ich würde sagen, ich habe das in Chat geschrieben. Jetzt warten wir ab, bis die ersten YouTuber kommen. Let's go. So, dann warten wir mal. Ja, hier lief gerade schon der erste YouTuber lang. Hallo? Hier war gerade jemand gewesen. Hey, Finski, was geht? Was? Komm mal rein hier ins Rathaus. Ich bin der neue Bürgermeister. Hey, komm mal kurz. Was denn? Da vorne steht Alpha-Stein. Wer steht da? Ich glaube, ich habe mich verhört, oder? Alpha-Stein. Lass dich mal kurz in meinem Ohr bohren. Jetzt sag nochmal, ich glaube, ich habe mich verhört. Alpha-Stein. Was? Nein. Hier im Paulberger Hills. Mann, komm mal raus. Komm mal raus. Ich muss direkt meinen Mann stehen und Paulberger Hills verteidigen. Aber Finski, weißt du was? Hier ist jeder willkommen. Und vielleicht hat er gute Absichten. Wenn er wirklich hier ist, soll er in mein Büro kommen. Ich habe keine Angst vor ihm. Wo kommt Finski jetzt? Herzlich willkommen in dem Büro des Bürgermeisters von Paulberger Hills. Finski, wir, die Führung von Paulberger Hills, wir haben uns ein bisschen angeschaut, was du hier so machst und wir würden dir gerne ein Grundstück anbieten, weil du hier sehr, sehr gute Arbeit machst. Was sagst du dazu? Boah, das wäre geil. Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Ja, okay. Also ich kann mir das mal raussuchen. Ich mache auch so Grundbücher fertig, dann ist das wirklich deins. Und ja, Finski, kostet dich dann 100 Diamanten. Das war Spaß. Du kannst umsonst haben, Finski, weil du ja hier arbeitest. Du kannst dein Grundstück umsonst haben. Gut, Finski, hast du sonst noch ein Anliegen an den Bürgermeister? Hast du eine Frage? Willst du ein Foto machen oder so? Guck mal, da steht er. Was? Ich guck gleich. Okay, Finski, dann ja, auf Wiedersehen. Ja, dann. Ich habe noch zu tun, Bürgermeister-Sachen. Ich muss hier ein bisschen was tippen noch auf dem Tisch. Ciao. Ja, ciao. Okay, Leute, das erste Anliegen schon mal erledigt. Nicht schlecht. Das heißt, Finski möchte hier ein Grundstück haben. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir warten mal ab. Vielleicht ist ja wirklich Alpha-Stein hier. Wie krass wäre das denn? Aber ich bin ausgerüstet. Ich habe meine Ausrüstung an. Alpha-Stein, wenn du dich traust, komm her. Bam, 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 bam. Aber meint ihr ehrlich, dass Alpha-Stein hier ist? Ich meine, das wäre natürlich nicht so gut, wenn ich jetzt direkt am ersten Tag in der ersten Minute schon angegriffen werde. Bleibt auf jeden Fall gespannt und bleibt dran. Denn Finski meinte vorhin etwas davon, dass Alpha-Stein hier vorne irgendwo stehen soll. Aber ich muss sagen, ich sehe hier bisher... warte mal. Leute? Habt ihr da... Nee, ich irre mich, glaube ich. Nein. Nein, 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 nein. Was denkst du, was ihr meint? Das Rathaus hat geschlossen. Automatische Ansage. Das Rathaus, piep, hat geschlossen. Ich hoffe, er glaubt das. Ich hoffe, er glaubt das. Hallo, hey, Alpha-Stein, willkommen im Büro vom Bürgermeister. Hey. So, mach die Tür mal schön zu und ich fass auch dich. Warum? Ich kann es sehen. Warum hast du das? Wir müssen dir was klären, Candy. Was willst du von mir, Alpha-Stein? So, mach die Fenster mal dicht, komm nach vorne. Oh Mann, hä? Leute, was will der von mir? Ich kann nur einen Bürgermeister auf der YouTube-Insel geben, das bin ich. Bro, ich bin Bürgermeister von Paulberger Hills, ich hab's doch selber aufgebaut auch. Hast du was dagegen einzuwenden, dass ich Bürgermeister bin? Ja, ich bin noch Bürgermeister. Du wartest kurz hier drin, warte einen Moment. Okay. Leute, was will der von mir? Was macht der jetzt? Holt der jetzt Verstärkung oder so? Ich soll jetzt hier warten. Oh, oh, das könnte jetzt echt ein Problem werden. Was will der von mir? Ich will doch einfach meine Stadt behalten. Wisst ihr aber was? Ich werde stark bleiben. Ich werde jetzt aufhören zu weinen. Ich werde mir die Tränen wegwischen und Alpha-Stein fertig machen. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Alpha-Stein, du legst dich mit dem falschen Bürgermeister an. Sag euch ehrlich, was wollen die denn machen gegen mich? Was ist denn hier los? Was? Hä, wer seid ihr denn alle? Kenny, willst du das nochmal wiederholen? Sag nochmal, dass du der Bürgermeister bist. Sag das nochmal ruhig. Ich bin nicht. Ich glaube, ich bin nicht der Bürgermeister. Ich habe mich vertan, glaube ich. Sprich und sag, wer der Bürgermeister ist. Ja? Wer ist der Bürgermeister von der YouTuber-Insel, Candy? Wer denn? Was soll ich denn sagen? Der Alpha-Clan. Alpha-Clan, wie wär's? Sag, Paulberger Hills gehört jetzt dem Alpha-Clan. Ja, das kann ich machen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Okay, 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 okay. Au, was habt ihr für Pfeile? Aua! Alter, ihr seid ja die Stärksten hier. Bro, was geht denn jetzt ab? Ihr seid ja die Stärksten von allen. Du
du hast doch keine Chance. Okay, dann seid ihr wohl die... Kann ich wenigstens Paulberger Hills Bürgermeister bleiben? Ihr seid YouTuber in den Bürgermeister. Och, Mann, ey. Los, Candy, sag's jetzt. Okay. Was soll ich denn sagen? Sag's jetzt, uns gehört die Insel. Oder wir werden ja alles sprengen. Dem Alpha-Clan gehört die Insel. Und Paulberger Hills. Und Paulberger Hills auch. Ja! Aua! Leute, ich glaube, du meinst dich ernst. Ich mein's ernst. Ich mein's ernst, ich mein's ernst. Nein, nicht hinterher, nicht hinterher. Okay, okay, okay. Okay, ich bleib stehen. Ich komm hoch, wir gehen hoch. Alter, ihr seid echt die Stärksten. Ich komm noch hoch. Los, Kenny, wir wollen nach oben. Einmal hier hoch. Leute, ich glaube, ihr meint das wirklich nicht ernst. Doch, ich komm noch jetzt hoch. Ey, Leute, ich muss hier abhauen. Versuch dich abzuhauen, Candy. Du legst mir den falschen an hier. Nein, ich hau nicht ab. Alles gut. Wir sind nämlich der Alpha-Clan. Ihr seid die Stärksten hier. Ich merk das schon. Ja. Okay. Candy! Schnell weg hier. Hinterher. Wow, was geht denn jetzt ab? Der Alpha-Clan ist viel zu stark. Da bin ich komplett raus. Ich habe nämlich einen Trick, wie man hier richtig schnell mit dem Dreizack fahren kann. Guck mal, wie schnell ich bin. Da kommt keiner hinterher. So, bam, ganz entspannt. Wisst ihr was? Ich werde jetzt zurückgehen und die mal ein wenig belauschen. Jetzt hier mal schnell hoch. Oh, oh. Habe ich es geschafft? Alter. Leute, das sind ja mal die Stärksten von allen. Wie krass war das denn jetzt bitte? Das war ja komplett gefährlich. Aber gut, ich werde jetzt mal zurückgehen zu Paulberger Hills und mir das Ganze anhören. Okay, Leute, ich habe mich jetzt wieder reingeschlichen und schaut mal. Da vorne ist Ente. Denn hier weiter, ich gucke hier gerade durch so ein Gebüsch durch. Hier vorne ist das Rathaus. Oh. Das Ente. Was sprengen? Hey, das sieht voll Müll aus. Die wollen das sprengen. Oh. Okay, Leute, ich werde mich hier ein bisschen verstecken hier. Verbessern wollen die das? Warte mal, das müssen wir gleich angucken. Guck mal. Bisschen mich hier verstecken. Habt ihr überhaupt TNT dabei? So. So, jetzt schauen wir mal oben nach. Ey, Leute, was geht hier ab? Mein Rathaus, das ich gerade jetzt gebaut habe, wird gesprengt anscheinend. Ich brauche Hilfe. Ich sag euch ehrlich, ich brauche Hilfe. Da muss es doch stimmen, oder? Ja! Yeah, danke! Wow, so schnell! Guck dir das Zimmer an, das hielt so. Ich hab jetzt geschrieben, Bro, Alpha Clan greift mich an. Habe ich in Chat das geschrieben. Mal schauen, ob er vielleicht herkommt und hilft. Hey, Jungs, ich hab voll krasse Idee. Es gibt doch eine richtig krasse TNT-Farbe. Die Creeper-Farbe! Ich hab geschrieben, Rathaus Paulberger Hills. Mal schauen, ob hier Hilfe kommt. Ich bin gespannt. Oh, das kann jetzt auf jeden Fall echt ein Problem werden. Die wollen jetzt irgendwo hinlaufen. Die wollen zu meiner Creeper-Farm. Bro, die wollen zu meiner Creeper-Farm. Die gehen nach vorne jetzt gerade runter. Ey, Candy? Ja. Ey, Creeper, die wollen zu meiner Creeper-Farm. Da vorne runter sind die zum Portal. Da vorne runter. Oh. Was denn? Ja, ich schwöre, ich hab die sind unter uns. Oh. Nein. Ich versteck mich. Ich versteck mich gerade. Unten im Lager. Die sind im Portal. Die sind im Portal, die wollen zu meiner Creeper-Farm, Leute. Warum sollen wir dir helfen? Ey, bitte! Das macht keinen Sinn, du bist Das ist der Alpha-Clan! Wollt ihr den Alpha-Clan nicht besiegen? Wenn ja, dann macht's jetzt! Das ist jetzt unsere Chance, Bro. Ich hab Tränke. Leute, hier, nimm das. Das ist wichtig, das wird euch helfen, eurem Kampf. Danke. Junge, was für du? Du hast gar nichts, geh weg. Zusammen können wir sie besiegen! Ja, nee. Erzähl dich, Candy. Verteidigt Paulberger Hills! Flauschi ist auch da! Oh, Flauschi! Sehr gut. Leute, jetzt sind alle da, der Kampf beginnt. Paulberger Hills ist in Gefahr. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mir jetzt ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir Paulberger Hills verteidigen. Let's go, danke und bis dann. Ciao mit Au. Ciao.